Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Summoning-Video. Also, wir machen heute wieder ein richtig großes Opening. Und zwar hat der Kenny, der ja jetzt auch wieder zu Divine gehört oder schon früher dabei war, sehr, sehr viele Rollen angespart etc. Und hat mir die Möglichkeit gegeben, ein Video zu machen. Ist natürlich mega geil. Summonings-Video machen immer Spaß. Jeder öffnet natürlich lieben gern Rollen, das wisst ihr selber. Ich mache es aber umso, ja. Noch mehr gerne. Und ja, auch einfach, dass ich noch ein Video zu machen kann. So, es bockt auf jeden Fall immer. Nicht wundern, ich probiere jetzt gerade hier eine neue App auf, dass ich rein übers Tablet mit Kamera aufnehme. An sich eine ganz coole Geschichte, das Programm. Ich sehe bloß ein bisschen breit gelaufen aus und dann auch noch, boah, gerade ein Bart mal abgemacht, dass man alles wieder geschmeidig durchwechseln kann. Das sehe ich echt komisch aus. Aber anyway, darum geht es nicht. Wir spielen ja SW, darum soll es hauptsächlich gehen. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen Platz gemacht, weil er hat wirklich viel gesammelt. Er hat ein brutales Lager. Also wirklich, ich glaube, er hat alles. Er hat alles an 4 Sternen etc. Jede Menge Futter, 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 Futter. Und hier noch diverse Devilmons, Haufen Light, Darkfischer, Basalt etc. Weiß ich gar nicht, ob er die alles hat. Ah, das würde ich schon selber im Blick haben. Aber wie gesagt, wir machen es zum Morning. Und zwar schauen wir mal, was er vorbereitet hat. Legendary hatte schon gesagt, hat er nicht. TOA hat er noch nicht angefangen. Wir haben aber hier Wasser und Feuerrolle und 3 Wind. Das heißt, wir haben hier 5 Elements und 144. Das heißt, wir haben 159 ja, Scrolls sozusagen. 149 Scrolls. Müssen wir zwischendurch mal ein paar ins Lager stecken, aber auf jeden Fall mega geile Geschichte. So, Kontakt zum Channel haben wir, nach 305 gezogen, wir bleiben auch direkt im Start-Channel, machen jetzt irgendwie keine großartigen Rituale und fangen direkt an. So, jetzt ist natürlich hier mein Bild ein bisschen im Weg, jawohl, mal ein bisschen hochsetzen, den Skip-Button. Dass wir zwischendurch immer drücken können. Okay. Ja, doch, die MS wollen wir ja sehen. Machen wir es so. So, Lightning kommt. Er braucht Orion, er braucht Chazoon. Chloe braucht er, glaube ich, nicht mehr. Aber schon mal gut, dass sie kommt. Kann sich immer mal von einer aufheben für später zwei. Entschuldigung. Ja, was braucht noch Orion, Chazoon? Ich weiß gar nicht, was er noch geschrieben hat. Ja, noch so ein paar Nat 4 Galleon, wäre noch geil, hat er gesagt. Sind auf jeden Fall so Schlüsselmonster, die ja einfach jeder braucht. Oh, da kommt schon der Fake 4. Aber wir wollen es mal nicht beschweren, ist Futter. Worf 3 wurde besiegt. Ja, ich bin jetzt gerade bei ihm, wie gesagt, drin. Er ist noch momentan bei Tempo, wird aber jetzt wechseln zu uns. Und der Gildenkampf gegen Reborn wurde gestartet. Auch ganz cool. Kann man das wegmachen? Ja. So, Wasserhaken. Würde mich mega freuen, wenn er so lange gespart hat, dass wir da was Schönes ziehen können. Frankenstein schon mal gut. Wie gesagt, ich mag die alle. Ich mag, was jetzt alle. Ich habe mir Wasser und Feuer hochgezogen, bin mega zufrieden mit denen, also definitiv gelohnt als sämtliche anderen Sechser, die ich da gemacht habe, wovon ich gut ja mindestens 30 nicht mehr spiele, nicht mehr brauche, keine Runen dafür habe etc. oder ja, was einfach von GKs halt nicht mehr zulässt, von den Teams her. Man hat halt einfach seine Standard-Kombos, Arena genauso. Und da sind manche Mobs einfach überflüssig. Für Raid habe ich ziemlich viel, relativ viel sinnlos gesechsert. Also was heißt sinnlos? Sinnlos nicht, aber einfach mal so zum Probieren halt. Aber wurde halt dann doch nichts draus. Und ja, aber wie gesagt, Frankenstein, Wasser und Feuer definitiv lohnenswert. So, 144 hatten wir, glaube ich, ne? Was haben wir jetzt denn noch? Okay, also jetzt haben wir 22 mit einem Lightning und einem Fake. Also ja, sagen wir mal noch grob 1 zu 10. Wenn wir es jetzt von 4 Sternen rechnen, obwohl ich, wenn ich jetzt eigentlich komme, wo es die Lightnings zählen. Und da sieht es halt noch ein bisschen mau hier aus.
Okay, Bestienjäger. Oh, da ist das nächste Lightning. Okay. Ja, kann ich euch eigentlich eher nur Feuer empfehlen. Von Wind bin ich jetzt nicht so heftig, ja, begeistert. Klar sind sie alle nicht schlecht, aber Feuer ist einfach, ja, mit Abstand das Beste. Da gibt es keine Frage. Oh, ich habe geskippt. Sorry. Aber guter Mann auf jeden Fall. Seit Raid wieder sehr brauchbar geworden als Fronttank wegen seinem Clean und seiner Emo. Und hat die perfekten Debuffs. Also, wir haben ja hier Block und einmal Verteidigung und. Ist es nur? Ja, und Angriffskraft, genau, ja. Ja, Deathbreak und Attack Debuff, was halt alles wichtig ist für einen Boss. Gerade Attack Debuff ist das Allerwichtigste. Deswegen ist er wieder gut geworden. Jetzt fällt mir gerade nicht. Wie hieß der denn kleiner mal? Fedora, jetzt ja. Also, auf jeden Fall lohnt sich wieder der Typ. Allgemein so durch Raids sind viele Monster zugekommen, die früher out waren und jetzt wieder gut waren. Wer mal gucken möchte, bei mir TOA Hard 100 habe ich mal wieder, oder was ist mal wieder, habe ich ein Lightning gehabt bei Light Dark. Habe Dias bekommen allerdings, ja, manche würden jetzt sagen RIP. Allerdings für mich ist es gut, weil ich habe damals leider alle gefoodet, beziehungsweise auch nicht so viel gefarmt und in Brian reingesteckt, habe mir da einen aufgehoben, den dann irgendwann auch gefoodet, weil ich es halt wirklich sinnlos fand. Ich fand Darion einfach cooler. Hat mir besser gefallen. Und ja, dann kam auf einmal Raid dazu. Dann sagten auf einmal alle, hey, das ist geil. Dann hat er jetzt auch noch den geilen Resistance Leader dazu bekommen. Dann dachte ich mir, doppelt kacke, ey. Und ja, stand halt immer da, also alle hatten den schönen Fronttank. Bin aber zum Glück nicht der Einzige, der gefootet hat. Das ist der nächste Fake 4. Und ja, bin auch trotzdem froh, dass ich ihn bekommen habe. Klar, es hätte was anderes Schönes sein können, sogar eventuell Nat 5. Das wäre natürlich ultra pornös gewesen. Aber ja, man will sich nicht beschweren. Besser immer noch, als wenn jetzt irgendwie eine Pirate rausgekommen wäre oder eine Kitsune oder whatever. So, jetzt haben wir 44 weg. Einfach nur krank, diese Anzahl. Wir sind ja am Dauersummon, wir haben immer noch 100 Stück vor uns. Macht auf jeden Fall mega geilen Spaß. Jetzt fehlen halt quasi nur noch die geilen Mobs, die man ziehen könnte. Boah, ich sehe echt scheiße aus. Ich sehe aus wie 10 Jahre jünger. Ohne Bart ist richtig ungewohnt. Ja, aber ich wollte einfach mal wieder komplett runter machen, über das Wochenende neu wachsen lassen. Aber naja, gibt wichtigeres im Leben. So. Jetzt könnte mal so langsam wieder was kommen. Oder auch gern zweimal aneinander. Los, wo ist das Lightning? Es hängt ganz schön, muss ich sagen. Ist aber seit dem Update allgemein so. Auf einmal fängt bei mir auch an, Raid zu ruckeln. Deswegen ein Video in Raid zu machen ist ja ziemlich tricky. Kannst du jetzt mal probieren, dass ich die Auflösung mit runter stelle, weil manche hatten ja gesagt, sie würden gerne für Raid mal so ein kleines Video haben, auch so mit Tipps und Tricks etc. Ich werde auch noch ein Video machen, so TOA Rush. Jetzt kommt da wieder ein Fake. Wir haben schon drei Fakes gehabt, das ist schon echt mies. Keine Ahnung, ob das für Comto Ass als Lightning zählt, dass sie dann sagen, hey, wir haben den Schnitt von 1. Oh, jetzt, was, wollen nichts verschreien. Nein! Ich habe so gehofft, Galien. Ich habe bloß die Piratenumrisse gesehen. Ärgerlich hoch 10. Ärgerlich hoch 10. Das wäre natürlich mega gewesen. Der hätte sich da wieder ein Fake. Der vierte schon, ey. Aber naja. Schon mal jede Menge Feuer. Food meine ich. Das hängt total. Sobald ich auf Skippen gehe, habe ich hier minimal ein kurzes Standbild. Wissen, wie das dann im Video sein wird. Zumindest jetzt gerade eine Aufnahme so zu sehen. Aber wird er dann eigentlich identisch sein?
Jetzt, komm schon. Fuku. Ist für Necro wieder gut geworden. Seine AOE hat einfach ein paar Jahre Multiplayer. Und haut richtig gut rein und er hat einen AOE Deathbreak. Ich finde ihn einfach top. Wie gesagt, die, die unter Slow hängen, werden auch noch gestunt. Für Necro finde ich ihn wirklich richtig, richtig geil, weil er hat 3 Hits auf dem ersten und mindestens 3 auf dem zweiten. Es sind aber viel mehr. Es steht zufällig da, aber es sind mindestens 3 auf jeden Fall. Das heißt, er hat Multi-Hits, Multi-Hits, Multi-Hits und er hat einen selber ein Schild, wo ihr den Vorteil habt, dass quasi er ein bisschen mehr geschützt ist, weil er ein HP-Schild hat. Das heißt, wie war das gerade mal? Ich glaube 120 HP pro die Level. Also wir sind dann bei 4800 HP. Die er quasi als Schild hat. Ich finde ihn gut. Wie gesagt, Wasserlicht kam als Ho, haben sich auch viele gemacht. Manche haben auch einfach Windvoll gemacht und nutzen jetzt den jeweiligen Necro. Und ja, so schaut's aus. So. Muss mal kurz was nebenbei trinken. Das ganze Gelaber hier. Kommt mal einen trockenen Mund. Höchste Anzahl erreicht. Jetzt haben wir den Standpunkt. Standpunkt? Den Punkt. Ja. Die Situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hatten wir jetzt dabei. 60 Rollen oder sowas sind wir jetzt, ne? Knapp. Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Ich versuche jetzt mal alle drinnen zu lassen, damit wir da quasi nur das 3-Sterne-Futter raushauen können. Mal schauen, ob wir jetzt das schaffen. Dass wir jetzt 66 Slots frei haben. Ist ein bisschen nervig jetzt das Geklicke. Auch so viele geile Frankensteine als Futter. Ich muss mein Feuer noch auf jeden Fall appen. 66 brauchen wir. Top. Das reicht uns. 1, 2, 3, 4, 5 Fakes gehabt. Aber dafür auch 5 4 Sterne. Das heißt, ja, bei 60 ist es okay von der Rate her. Könnte besser sein, aber mit den Fakes zusammen ist es eigentlich ein ganz guter Wurf bis jetzt. Jetzt fehlen natürlich noch die richtigen. Nein, wir brauchen mehr. 69. Bip, 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 bip. Boah, ich kann keinen mehr entfernen. Okay, dann du findest mal die Fakes rausschmeißen noch. Dann reicht es auf jeden Fall. Jetzt juckt mir noch mein Auge. Was ist jetzt hier los? So, weiter geht's. Mit hoffentlichen Nat 5 Pull. Mal kurz nebenbei kurz in Line schauen, was sie mir da groß geschrieben hatte. Na, wo ist er denn jetzt? Hier ist Kenny. Genau. Er will jetzt alle erste Seara haben, danach Galeon, danach Chasun, danach Orion. Ansonsten halt noch andere Nat 5s. Das sind so die groben Wünsche von ihm. Er hat aber auch geschrieben, wenn er sonst immer so, also er spart immer ziemlich lange, macht dann immer riesen Opening, auch geile Geschichte. Er hat gesagt, wenn er immer so 150 bis 200 gespart hat, dann hat er mal einen Nat 5 bekommen. Ich hoffe, dass wir das einhalten können, den Schnitt. Ansonsten hat er einfach zu wenig gespart. Aber wir wollen ja hier was Gutes ziehen, damit es sich für einen auch lohnt, hier reinzuschauen. Jetzt haben wir noch 58. Jetzt könnte so langsam wieder der nächste Blitz kommen. Okay. Was ist jetzt los? Kommt bestimmt gleich wieder der erste Fake. Was ich nicht hoffen will. Komm schon.
Komm, Blitz, 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 Blitz. Ah. Jetzt haben wir wieder eine Flaute drin oder was? Ja, sowas ist jetzt scheiße. Jetzt sind wir gleich bei 20 MS ohne Lightning. Das ist dann wieder schwach. Oh Mann. Endlich. Gott sei Dank. Ich wollte schon skippen und einen neuen Channel. Und da kommt so ein Müll. Von ihm bin ich übrigens nicht überzeugt. Wasser ist top, finde ich. Kann man sich auf jeden Fall holen. Für Dragon gut, für ja, Necro gut. Kann man sogar im GK einsetzen gegen Theo etc. Wenn man es gut anstellt von der Combo her. Nehmen wir Spectre wieder. Bin ich auch Fan davon. Erst für TOA hart benutzt. Für Stage 190. Da ist der nächste 4. Fake 4. Weil die Fakes ist echt, finde ich, eine Frechheit schon, wie oft die kommen. Soll er lieber mal Blitze schmeißen. Also der zweite Part läuft hier gerade echt, oh Gott, ich wollte nur sagen mies, er läuft super. Ja, oh, Start gehen, blau. Verdammte Axt, ey. Naja, ja, zu, wie heißt der, Susano, glaube ich. Manche haben jetzt im Late Game nochmal gefused und hochgezogen, weil sie mit Burian spielen, also mit, was ist das, Inferno Wasser mit seinen 50 Attack Bar, Push und Crit Buff, spielen halt mit Susano wegen 30% Speed Lead oder 33% Speed Lead für Wasser, geben ihnen halt brutale Runen drauf und dann halt dazu irgendwelche zwei Lucians zum Beispiel oder Tyros etc. Irgendwelche Monster. Lucians bieten sich immer an, wenn man dann keinen Deathbreak braucht. Und machen sich halt so eine schnelle Speed-Kombo. Der Vorteil ist, man braucht Lucians nicht auf ultra viel Speed spielen. Das ist ein Feuer. Supi. Wenn er den noch nicht hat, ja. Dann wäre das auf jeden Fall eine Maßnahme. Nicht wundern, das Line im Hintergrund. Er hat, glaube ich, genug Neophyter jetzt da. Auch noch im Lager, dass er in Full machen könnten. Können wir gleich mal schauen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte auf Vio oder auf Vamp. Mit Revenge oder wenn ihr einen GK usen wollt, auch in der Death gibt es auch manche. Dann mit Wille auf jeden Fall. Ich würde ihn aber lieber als rein Angriff benutzen in Arena, GK oder zum Farmen für Vamp. So. Jetzt hoffen wir, dass er bei mir eine 1 kommt. Ansonsten finde ich die Ausbeute jetzt eigentlich nicht so wirklich cool. Haben wir noch 12 MMS übrig. Jawohl, jetzt Nummer 1. Ach, so verdammt, ey. Warum kriegen wir dann noch so ein Shit gepult, ey? Nicht mal mit die guten Nat 4s, ey. Jawohl, komm schon jetzt. Feuer Anubis, ey, what the fuck. Viele usen oh. Viele usen ihn jetzt, er hätte einen Buff bekommen irgendwie. Habe ich mit ihm noch nicht richtig auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht, irgendwie mit Schild aufbauen oder irgend sowas. Oh. Ach. Gut, wenn er sich Panda machen will, schon mal top. Jetzt kommt zwar nochmal richtig geil die Lightnings im letzten Pack sozusagen, im letzten FMS. Aber leider immer nur dieser Mist. Insgesamt können wir dann aber wenigstens sagen, hey, okay, wir hatten
ein geiles Rating von, keine Ahnung, also 1 zu 10 haben wir auf jeden Fall drin. So, machen wir noch die Elements. Fangen wir oben an. Diesmal ohne Skippen. Den gibt es, wie gesagt, gerade im SD-Bereich als Event. Ich finde ihn top. Er hat eine super Passive, die ihm hilft, direkt ja, drauf zu gehen. Ansonsten GK sehr useful. Wenn man wirklich keinen Basalt hat, finde ich ihn genauso top, weil er provoken kann und einen Death Buff hat mit einem guten Heal. Basalt ist dann noch einen Ticken besser wegen seiner Third Skill, wegen Attack Bar Reduce. Ist einfach in manchen Stages schon geil. Vor allem spiele ich Basalt persönlich lieber auf Qual, Revenge, Qual, Schild, um quasi noch einen Stun rauszuhauen bei der AOE. So, was haben wir hier? Golem, okay, den will ich ja nicht empfehlen. Eher so Light und Wind. So, und welche Tränke haben wir hier noch? Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die brauchen wir genauso wenig. Und letzte Rolle, Lightning. Schade. Schade, schade, schade. That's it. Das war's, Leute. So, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Wie gesagt, ich habe es in den anderen Sechsen ins Lager getan. Oh mein Gott, dieses Futter. Er kann so etlich viel Sechser, hat er schon gesagt. Also ich glaube, er kann direkt irgendwas mit Sechser raushauen. Susanoo hat er sich so hochgezogen, wird aber glaube ich für die Fusion nehmen. Aria ist schon mal ganz cool. Oh, er hat sogar Purian. Dann wäre Susanoo eventuell doch eine Möglichkeit. Da hätte er schon mal Skillfutter. Ansonsten, was hatten wir jetzt noch hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vier Stellen mit Fakes, sage ich jetzt einfach mal. 12, 4 Stellen mit Fakes. Oder, wie ist das jetzt hier genau? Was hat's noch? Ja, okay. Er hat unterschiedlich geordnet, also nochmal von oben gezählt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Ohne Fakes sind wir bei 11 Stück. Dann liegt man natürlich auf jeden Fall höher als 1 zu 10. Wir haben allerdings insgesamt 6 Fakes dabei gehabt. Also sozusagen 17, 4 Sterne, je nachdem wie ihr es zählen wollt. Von daher ganz okay. Wie gesagt, Fedora finde ich top. Ihn kann er futtern, ihn finde ich top. Hier ist nur Wasser gut, hier ist nur Wasser gut. Und Dark auf jeden Fall pervers geil. Das ist für Fusen Anubis. Genau, achso, das wollen wir mit dem Schild für den niedrigsten erstellen, dieses Support, ja. Da gehört es manche, das im KK nutzen. Aber ja, so schaut's zumindest aus. Hoppala. Hat er schon Trevor? Ne, Trevor hat er noch nicht. Also Trevor wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, obwohl er eigentlich schon Pörner hat. Falls er einen Feuerdiddle braucht. Tiana ist auch schon mal mega geil. Aber das wird er schon selber wissen. Leica hat er hier noch. Er hat Katharina und die ist noch nicht mal 6. Uiuiui. Da ist auch Trevor schon. Also er hat jede Menge Futter. Kann so viele 6er rausschmeißen. Auf jeden Fall geile Geschichte. Ja. Das war's auf jeden Fall, Leute. War auf jeden Fall mal eine coole Geschichte, mal wieder so ein, mal so ein schönes, großes Opening zu machen mit vielen Blitzen. Hätten mehr sein können, hätten bessere sein können, keine Frage. Aber hat trotzdem Bock gemacht, auf jeden Fall. Lasst ruhig mal für den Kenny einen Daumen oben da. Und ich würde sagen, macht's gut.